Ich hoffe, es stört mich jetzt gleich keiner beim Aufnehmen. So, Leute, wir sind mal wieder da bei Let's Play oder letzten Let's Play. Es ist ja nicht, es ist ja kein Let's Play. Es ist ja eher ein, wie habe ich es mal genannt? Let's Show War Thunder? Let's Trash War Thunder? Irgend so etwas in der Art habe ich es genannt. Ja, ich habe ja mehrere Folgen versprochen jetzt in nächster Zeit. Werden schon kommen, keine Sorge. Die Frage ist halt immer nur wann. Da wir jetzt ja den Montag frei haben, habe ich mir so gedacht, warum nicht? Bring einfach mal wieder von raus. Hat bei den nächste Woche den Donnerstag und den Freitag auch frei, also. Ja, es werden auf jeden Fall bald noch ein paar andere Videos kommen zum Thema War Thunder. Die nennen sich dann Let's Trash War Thunder. Ich glaube, da tue ich einfach nur so ein paar witzige Szenen zusammenschneiden, das reicht. Hier tue ich euch mal ein bisschen so die Ground Forces, ja, was heißt vorstellen, ein bisschen näher zu eingehen, sage ich mal. Wie man sieht, habe ich bei den deutschen Strang gerade erstmal so blöd angefangen. Einige sind wahrscheinlich hier so beim Tiger 2 oder sowas schon. Ich bin halt nicht ganz so schnell, weil ich halt nicht so viel Zeit habe beim Spielen. Einige wissen warum, einige werden es nicht wissen und die sollen auch die Fresse halten. Nee, ich habe halt nicht so viel Zeit wegen Arbeit und Abendschule. Bei den Russen bin ich ein bisschen weiter, da habe ich halt ein bisschen mehr gemacht, ne? KV-1 und T-34, immerhin schon 41er-Version. Ganz nette Fahrzeuge, allerdings muss man sagen, der Deutsche ist hoffnungslos unterlegen zu Beginn gegen den T-34 und seinen desgleichen. Weil, ja, die 5er ist halt eben so das beste Ding, was man gegen das Ding hat. Und das ist halt nicht gerade gut. Aber na gut, wir werfen uns einfach mal in die Schlacht. Schauen wir mal, was wir so bekommen. Kurz muten wegen was trinken. Und auf geht's zum Arsch River. Gibt nicht sehr viele Maps momentan bei den Ground Forces. Ich meine nur 4 oder so. Warte mal, es gibt Kuban, es gibt den Ash River, es gibt Jungle, das ist diese Scheißmission da. Noch eine, ne? Kuban? Da gibt es noch eine, mir fällt gerade nicht ein, wie sie heißt. Ach, die heißt nicht dem Jans. Wie heißt die noch? Ach, egal, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, nur 3 Stück. Das große Blöde ist an den Fahrzeugen, wo man sie zum ersten Mal fährt, ist, sag mal, Module und dergleichen können bei den Dingern relativ schnell beschädigt werden. Ja, also wenn man auf einen Panzer, wie zum Beispiel, bewegt die Scheiße. Ich hasse dieses scheiß Ding, weil es so scheiße langsam ist. Man kann sich nicht drehen bei. Nein, es liegt nicht daran, weil meine FPS-Zahl so nicht so niedrig ist oder meine Internetzahl nicht so gut ist. Jetzt geht das schon. In der Geschwindigkeit. Wow. Also Fraps, mir ist neu, dass du das Internet beeinflusst. Hoffen einfach mal, dass es funktioniert. Bisher geht's ja ganz gut. Na, wie gesagt, auf jeden Fall, wenn man Module beim Panzer zerschießt, das kann bei einem Treffer gut passieren, dann kann man den Panzer, wenn man ihn zum allerersten Mal fährt, nicht mehr fahren. Er will nicht mehr reparieren, weil ist halt so. So, wer hängt da um die Ecke? Ach, heilige Scheiße. KI-Panzer und so ein Scheißteil. KI-Panzer gibt es mittlerweile auch, das sind diese komischen Dinger, die fahren bis zu einer vorgegebenen Linie und bewegen sich ja nicht mehr weiter. Kills. Das sind Erfahrungsdinger, hallo? Ein paar Mal reinzimmern, gut ist. So, KI-Teiler erledigt. Nein, nicht ganz, da vorne ist noch einer. Oh, habe ich den Motor weggefistet, cool. Oh, 3 KI-Panzer erledigt. Huch. Ah, drüben mag mich jemand nicht. Den ich erst gar nicht getroffen habe. Hey. Wow. Ja, die gibt's auch. Es gibt auch Luftwaffe hier in den Panzer-Matches, allerdings nur als KI-Version. Selber fahren geht noch nicht. Selber fliegen geht noch nicht. Wow, was tust du da? Auf damit! Ah, der ist eh tot. Der brennt schon schön. Jawohl. Erster richtiger Kill, kann man sagen. Und insgesamt schon der 4. Kill. Ja, also ich sollte definitiv mit dem Panzer 311 gleich meine Reparaturkiste erforscht haben. Boah, das war ein übler Treffer. Und das ist mein 5. Kill. Ey, auf einmal nehme ich mal auf und dann wird es richtig gut hier. An der Anzeige, auf der linken Seite hat man, nee, auf der rechten Seite war das, hat man ab und zu auch mal gesehen, was ich da alles getroffen habe. Da sind halt die verschiedenen Zonen des feindlichen Panzers gewesen, plus die Crewmitglieder. Und je nachdem, welche Farbe die haben, sind sie auch so stark angeschlagen.
Allerdings sieht man nicht den Treffer, den man selber gemacht hat, sondern die maximalen Schaden, den man insgesamt gemacht hat. Das heißt, wenn zum Beispiel mein KI-Kollege auf einen Panzer schon geschossen hat und er hat, sag ich mal, ihn den Fahrer ausgenockt, dann ist der Fahrer ja schwarz. Und wenn ich nochmal auf den Panzer schieße und seinen Motor fiste, dann ist der Fahrer immer noch schwarz, weil er ist halt tot. Das heißt, mir wird halt nur angezeigt, wie der Panzer seinen Zustand momentan hat und nicht, wie ich ihn geschossen habe. Finde ich nicht verkehrt, aber ist auch nicht unbedingt gut. Mit CIS-30 kann mir ziemlich auf den Sack gehen. Aber ihn habe ich schon mindestens nur als Getriebe vergewaltigt und ja. Hier muss nebenbei eine sehr gute Position zum Campen, sag ich mal. Beziehungsweise zum Fisten. Upp. Gut, die Flugzeuge, die KI-Flugzeuge können manchmal nerven, aber. Hey. Passt schon. Worum es hier geht, in diesem Match habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Punkte erobern. Sollte nicht allzu schwer sein. Immerhin spielt ihr das Spiel auch ein paar Mal. Oder es gibt welche von euch, die es noch nicht spielen und es sich erst bei mir angucken wollen. Wer weiß, gibt es alles. Na? KI, Lua ist so gut. Ich könnte euch einfach mal nach vorne fahren, mal gucken, was da so abgeht. Aber mir traue ich mich nicht so, weil... Ich habe schlechte Erfahrungen damit. Huch! Gesagt, getan. Da ist ein Stuck und ein Chassestucks. Ja, ist gut, Panzer 2. Magst du mich sehr gerne. Ich könnte versuchen, den Stuck zu vergewaltigen. Ich meine, ist ja nur ein... Okay, was machst du da? Sehe ich dich da? Ja, er schiebt mich an. Boah, langsam. Stuck kann man eigentlich relativ einfach vergewaltigen, wenn man da genug rankommt. Weil aus der Fernentfernung sollte ein Stuck relativ schwer sein zu... Ja, wie guckt er jetzt? Ich vermute mal andersrum. Gut geschätzt. Einer in die schöne Motor reingezimmert und jetzt habe ich dich. Ja, wenn ich jetzt auf die richtigen Platten schieße. Ja, wunderbar. Das war einfach. Gut, ich muss nur einmal richtig vermuten, dann hat man es ja. Was ist das da gewesen? 3F? Ja, klar, in den Arsch gezimmert und nix. Ja, es ist noch nicht ganz so gut ausgewogen. Aber da hat es schon mal sehr weh getan. Allgemein, Panzer kann man sehr einfach vernichten, indem man auf Kommandolupen oder dergleichen schießt. Der ist schon mal Kommandant, Richtschütze und Ladeschütze erledigt. Das heißt, er kann mir gar nichts mehr anhaben eigentlich. Du bist tot. Ja. Abschuss Nummer 7. Beste Runde bisher. Ich habe bisher noch keine bessere Runde gehabt. Vor allem noch nie gestorben. Nicht einmal getroffen worden, ehrlich gesagt. Man muss es schon richtig ernst sehen. Also, es ist eine sehr gute Runde. Also, Respekt von mir selber. Also. Na gut, man muss bedenken, 3 von diesen 7 Kills waren KI-Panzer, die sich nicht gewehrt haben. Aber trotzdem. Wie ich einen Stuck genutzt habe und wie ich auch den Panzer 3 von mir genutzt habe, ist auch schon nicht schlecht. Was machst du denn da, mein Kumpel? Ist geil, ein Schuss tot. Oh, arme Sau. Ich glaube, ich mache gleich noch eine Runde, weil diese so gut lief. Vielleicht mit dem Panzer 4 oder so mal zum Zeigen. Oh, mit den Russen vielleicht mal. Wenn man höhere Gefechte fahren, können wir auch mal zeigen. Ja, why not? Können wir ja mal machen. Spontan weiß ich auch schon, wie ich den Part nennen werde. Da wird sich jemand ganz Tolles freuen. Und eiskalt gewonnen. Ich bin selbst überrascht, dass das so gut ging. Antimag, die meisten Bodenziele erledigt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hey, ich habe die meisten Bodenziele erledigt? Habe ich noch nie gehabt. Ich meine, gut, wow, zweiter. Ich meine, bei der Luftwaffe bin ich eigentlich relativ weit oben von der Platzierung her. Bei den Panzern bin ich, lande ich ja immer unten, weil ich muss A, mit klarkommen und B, so und so. Genau, Ersatzteilkiste erstmal auf jeden Fall her damit. So, dann die Panzerrate 40 auf jeden Fall. Bessere Granaten sind immer gut. Löschzeug auch sehr gut, falls ich mal brennen sollte. Kann ich das dann löschen? Dann holen wir uns mal einen Drehkranz, damit ich mal schneller drehen kann.
Bremsen egal, Laufwerk, why not? Laufwerk ist nicht verkehrt. Oh, Panzerkarte 40, her damit. Haben wir schon die besten Geschütze. Richtantrieb, ist auch gut. Boah, scheiße, ich habe mir also vorgestellt, einen neuen Motor wäre nicht schlecht, damit es nicht mehr so lahmarschig ist. Oh, dann können wir Richtung Getriebe, Bremse gehen und so, ne? Boah, wow! Fast ein Panzer 4 F1 davor. Ich kann ich direkt mal kurz mit freien Erfahrungen mal eben so machen. Ach, den habe ich sogar schon. Ach so, weil ich noch ein bisschen mehr zubekommen habe. Ah, okay. Dann holen wir uns mal einen F1. Wen erforschen wir denn jetzt am dümmsten? Direkt zum F2? Ja, würde ich mal sagen, direkt zum F2. Dann kann ich den 4C hier mal rausschmeißen direkt. Gut, ich bin noch nie mit dem gefahren, aber trotzdem. Der 4C ist scheiße, ist ein Opfer. Jetzt hat der 2-0, der passt ja wunderbar. 2-0, dann können wir da mal ein bisschen anpinseln hier. Ich habe keinen Bock, also so. Ich meine, man kann ihn sicher schön rostig und so machen, wenn man will, ne? Mag ich nicht, mag ihn lieber ein bisschen gräulicher. Also passt. Noch ein bisschen individualisieren. Wir wollen ja, dass das schön aussieht, ne? Zumindest Balkenkreuze bekommt. Passt schon. Nein. Ich meine, gut, in die Flugzeuge haben ja schon alle ihre Embleme und an den Seiten und so weiter, die Panzer irgendwie noch nicht. Naja, gut. Und die Crew noch ein bisschen upgraden. Why not? Auf die Sicht. Ja, Sicht kann entscheidend sein manchmal. Da fehlt einmal die Feldreparatur. Ach, ich habe die Feldreparatur noch gar nicht bei jedem geforscht. Und die Vitalität auch nicht? Krass. Kein Wunder, warum ich mit dem Ding so früher aufgestorben bin. Na gut, Funker ist jetzt nicht ganz so wichtig. Machen wir mal so. Reicht aber auch nicht zum Upgrade. Na okay. Dann einmal Richtung Russen, habe ich ja versprochen. Russenjäger wollen wir nicht fliegen. Wir wollen. Was der Richtige? Oh, anscheinend was der Richtige, okay. Dann nehmen wir den noch mit, weil das ein Trollpanzer ist. Den KV-1 auf jeden Fall. Und den da. Meine Standarddinger. Die kann ich sogar ein bisschen upgraden, wie ich gerade sehe. Ach, Feldreparatur war ich dran, weil ist wichtig und so. Wo war ich bei. Nee, da nicht. Da. Mehr Feldreparatur, okay. Schön, ja, auf geht's. Und noch was trinken, weil Reden macht Mund trocken und so. Ich sag mal vorsichtig, man muss ja bei War Thunder bei den Panzergefechten allgemein immer auf die Schwachstellen des Panzers zielen. Geht ein bisschen einfacher als in WoT. Bei WoT ging es ja damals immer nur darum, Hauptsache du triffst ihn irgendwo, wo du durchkommst. Und alles andere ist dann wieder gut, weil du halt HP-Schaden machst. Und hier machst du ja Modulschäden, beziehungsweise auch andere Schäden. Man kann ja einen Panzer mit einem Schuss erledigen oder eben auch mit 5 oder sowas. Deswegen musst du bei War Thunder schon gucken, wo du hier auf den hinschießt. Aber wenn du immer wieder in dieselbe Fahrerluke reinzimmerst, ist das nicht unbedingt gut, weil da sitzt halt meistens nur der Fahrer drin und der Ladeschütze und Richtschütze sind meistens auf dem Turm. Und wir sind hier auf der Map Jungle angekommen, die mag ich nicht. Die Map ist scheiße, hier bin ich mal mit einem Befehlswagen runtergefallen und die CS-30 spawnt direkt vor meiner Schnauze. Sorry, Kumpel, ich konnte nichts dafür. Ach ja, ich habe mir mal hier ein paar Abschussringe drauf gezimmert, ne? Und falls jetzt alle komisch angucken und sagen, boah, Leo, wer hast die Abschussringe drauf gemacht? Ganz einfach, ich habe mir die hunderte Russen genommen und einfach ein bisschen vergrößert, dass man es da drauf gepinselt bekommt. Wenn man sich es genau vorstellt, kann man die hundert sogar noch drauf erkennen. War auch gar nicht so einfach, es drauf zu pinseln, aber naja, gut. Haben wir denn KVs beim Gegner? Nö, das Match ist sogar ziemlich gut für mich. Damit kann ich mit dem T-34 einiges reißen. Schauen wir mal, ne? Folgen wir mal den lustigen KI-Panzer, mal gucken, wo sie stehen bleiben. Finde ich auch voll scheiße, selbst in höheren Tieren Gefechten, die immer noch diesen scheiß Standard-Tier-26ern rumfahren. Finde ich ein bisschen doof. Wenigstens ein bisschen schwer, mindestens Panzer 3 oder beziehungsweise bei den Russen BT-7 oder so, das hätte ich mir gerne vorgestellt. Weil es kommt komisch, wenn du bei den Deutschen mit dem Tiger ankommst und dann kommt den KI-Panzer mit T26 entgegen. Lohnt sich fast gar nicht mehr drauf zu schießen. Und hier gibt es nur einen Eroberungspunkt, was ich scheiße finde bei solchen Maps, wo es nur einen Eroberungspunkt gibt, weil, naja. Es gibt halt nur einen Eroberungspunkt. Oh, ist meiner. Ich hätte ihn fast in den Arsch geschossen.
Panzer 3N. Ach, ein Goldnoob also. Hätte Arsch mich fast runtergeschubst, aber wiege ich mehr wie du. Und hab meine linken Ketten vernichtet. Puh. Falls du ein Fan von mir bist, so gehst du also mit mir um. Okay, mit deinem Gott will ich jetzt nicht sagen, Gott. Wow. Ist doch nur ein KI-Panzer, aber trotzdem, wow. Okay, den Schuss hat mir. Ja, die KI kann einen wegdrücken. Das ist mir auch neu, aber anscheinend kann sie's. Und ich kann den Panzer 38T nicht one-hitten. Warum auch immer. Stirb. Geht doch. Oh, da ist ein Hetzer. Hetzer seien nix gut. Hetzer seien große Stahlkiste, die viel aushält. Muss ich mir überlegen, wo ich am besten durchkomme. Man kann ja auch mit dem Panzer Artillerieschläge anfordern. So gesehen der Ausgleich, wow. So gesehen der Ausgleich für die Arti bei der World of Tanks. Allerdings ist diese, ja, was heißt diese, nicht mehr, die ist schon mächtig, die Artillerie, muss man sagen. Aber nicht so übertrieben mächtig wie World of Tanks. Also klar, damit kann man auch Panzer one-hitten, wie man gesehen hat. Wenn man sie anfordern muss, also man kann sie bei jedem Panzer anfordern, die Artillerie. Man muss diese erst freischalten, wenn man den Panzer halt so und so oft gespielt hat. Au. Boah, ein Schuss fast tot. Ich habe ihn wohl genau zwischen Wanne und Turm getroffen. Ah, aus ominösen Gründen habe ich nicht getroffen. Aber auf jeden Fall ein 3L war das. Ein 3L kann mir schon ziemlich gefährlich sein. Sein langer Fünfer kommt dann nämlich an meinen Panzerplatten durch. Was ist da drüben? F1. Ja, viel zu tief geschossen. Nicht getroffen. Ist auch nicht besser. Aber ein F1 ist an sich keine Bedrohung für mich. Es sei denn, der kommt zu nah. Den treffe ich irgendwie nicht so richtig. Was ab? Oh nein, nicht so ein T-34. Ich hasse solche T-34er. Gleiskette. Ne, irgendwie treffe ich die nicht so gut. Irgendwie steht auch scheiße, glaube ich. Das ist das Problem an Dschungel. Man sieht nicht wirklich, worauf man mit dem Gegner schießt. Ich meine... Hä? Also den Hetzer will ich mir eigentlich nicht so anlegen. Hetzer kann böse sein. Ich habe zwar noch nie einen Zweikampf erlebt, aber ich habe schon Böses von ihm gehört. Ne, irgendwie ist es... Ist doch scheiße, was im Dschungel siehst du den Gegner gar nicht. Ich meine, wow, ich sehe seine Silhouette, aber was bringt mir das? Beschädigt. Ah, kann er irgendwie stehen. Weiß ich nicht. Ist da der 3L hinter mir? Das ist ein anderer 3L auf jeden Fall. Mal ein bisschen senkrecht stehen. Okay, haut ab. 3L ist auf jeden Fall gefährlich. Der teilt zwar sehr gut aus, der 3L, aber naja, er hält auch nicht selber nicht viel aus. Artillerie habe ich nicht, sonst soll ich direkt mal auf den Hetzer da mal anfordern. Da können wir mal kurz was versuchen. Ja. Ja. Und da war er mit einer Kette so nah an den Berg dran, dass ich über ihn geschossen hätte. Scheiß kleines Drecksvieh. Teamwork in Wars Thunder One Forces Epic Irony. Oh nein. Na gut, war kein gutes Match, muss ein T-34, muss man sagen. Ein KI-Panzer erledigt, aber das war's auch schon. Trotzdem Dritter, das heißt so viel wie unser Team war scheiße. Jetzt kann ich Artillerie fordern mit meinem T-34, das ist gut. Jetzt habe ich ihn durchgefordert. Habe ich jetzt auch schon? Ne, da fehlt mir jetzt natürlich noch ein bisschen, ne? Na gut, das mache ich aber definitiv noch, aber nicht bei der Aufnahme. Ach, da war ich. Aber nicht mit der Aufnahme. In der Aufnahme reicht es erstmal für heute. 20 Minuten passt im Prinzip. Wir haben 2 Matches erlebt. Die wird schon groß genug sein, die Folge. Mal gucken, wie ich die so gliedern werde. Na gut, Leute, das war erstmal so ein kurzer Einblick. Und ja, mal gucken, wie demnächst die Folgen ausschauen, wann sie kommen werden. Ich sag mal, viel Spaß bei den Gorn Forces. Die machen schon relativ viel Spaß, auch wenn sie manchmal trollig sind oder auch scheiße sind.
Ja, muss noch viel gefixt werden und dergleichen, ne? Aber ich habe Hoffnung in Gaijin. Die haben die Flugzeuge wunderbar hinbekommen. Teilweise macht mir das Fliegen sogar jetzt mehr Spaß wie die Bodeneinheiten fahren. Das ist schon sehr seltsam. Mal schauen, wie es in den nächsten Patches so wird. Ich habe da gute Hoffnung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Tschüss.